Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir Margit besiegt und sind jetzt im Schloss. Und ja, müssen das noch ein bisschen erkunden. Das machen wir jetzt einfach mal. Oh. Oh, so ein fieser Vogel. Okay, hier sind ein paar von diesen Vögeln. Eine Vogel, einen anderen Vögel getötet? Das ist natürlich dumm von dem. Naja. Kann uns egal sein. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Okay. Oder kann man da runterspringen? Sollte man wahrscheinlich nicht drin, ne? Gibt es da irgendwas? Tatsächlich gibt es hier eine kleine Kante unten. Ist die Frage, ob man da hin soll oder nicht dahin soll. Also da ist eine Kante da unten, aber ob man da irgendwie... Da hinten liegt auch noch jemand. Man kann da längs gehen. So, ist das wichtig? Müssen wir das machen? Wir machen es einfach mal. Okay. Okay, gestorben sind wir nicht. Vielleicht war es aber auch dumm, versteht man. Erstens, ich habe versagt. Achso, okay. Das ist nicht unser Problem, wenn du versagt hast. Wir versagen jetzt nicht. Wir hoffen, wir schaffen das hier. Voraus, ja. Okay, runter. Überreste bleiben. Ramponiertes Holzschild, okay. Die Frage, wie kommen wir hier weg? Okay, da geht es auch weiter, okay. Das ist eine ganz schön große Burg. So, ich habe gar nicht gedacht, dass sie groß ist. Ich dachte, nachdem man den Boss erlegt hat, ist erstmal Ruhe im Karton. Aber das war's wohl. Nicht. Hier geht's nicht weiter. Alter, wir wollen jetzt nur runter jumpen. Oh. Wieso konnte ich denn da jetzt überleben? Ach, weil ich den einen Sturz geschafft habe, habe ich den nächsten Sturz dann überlebt. Weil ich einmal aufgekommen bin wahrscheinlich, ne? Okay, krass. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Aber das bin ich ja nicht. Oh. Das sind doch immer echt viel. Und jetzt ist da noch so ein fetter Ritter. Dunkelschmiedestein 2. Gar nicht so verkehrt. Hat er uns gesehen? Weil wenn nicht uns gesehen, dann können wir ihn vielleicht von hinten nochmal steppen. Muss man mal sehen, wie weit er geht. Vielleicht dreht er sich ja auch gleich um. Und dann können wir von hinten einmal... Ich traue mich jetzt nicht an ihn ranzugehen, weil er sich bestimmt genau in dem Moment gleich umdreht. Warten noch kurz. Das ist doch gemein. Jetzt steht er da schön lange. Man denkt sich, ach, schleicht man sich doch nochmal ran? Oder lässt man es? Aber wenn man sich jetzt ranschleicht, genau in dem Moment wird er sich umdrehen. Dann hätten wir unsere Chance vertan. Er bewegt sich jetzt gar nicht mehr, oder was? Das ist natürlich scheiße. Er bewegt sich 100%, wenn ich mich ranschleiche jetzt. Das ist das. Warum sollte er sonst da die ganze Zeit rumstehen? Ah, jetzt müssen wir doch hingehen. Scheiße. Nice, klar. Oh, komm schon.
Warum klappt auch dieser Angriff jetzt wieder nicht? Wieso klappt dieser Angriff jetzt nicht? Kann mir das jemand erzählen? Das ist so... Also ab und zu klappt das einfach nicht, dieser Step von hinten, finde ich. Ärgerlich. Vielleicht schleichen wir uns einfach vorbei und rennen hinten rum. Und das weiß ich nicht so. Ganze Scheiße nochmal machen hier. Das gibt's doch gar nicht. Was passiert denn da jetzt gerade hier? Das ist, wenn man einfach man meint einfach, man kann das alles, ne? Man meint einfach, man kann das alles. Echt dumm. Wir müssen meinen Bogen mal öfters benutzen. Das können wir mal machen. Aber auch scharfe Krallen, das Viech, ne? Was war ein hier? Können wir hier anlocken. Da saß auch noch ein Vogel da hinten, ne? Flattert. Oh. Okay. So, wir müssen jetzt unten längs gehen wieder leider, weil ich natürlich auch wissen, wie es da weitergeht, ne? Okay, ganz vorsichtig. Ich muss trotzdem einen Getränk nehmen. Okay, runter. Links mal runter. Ah, da, okay. Das ist aber auch ein mega Sturz. Dass man den überhaupt überlebt, ist doch der Hammer. Warte ich einfach, bis er vorbeigeht und dann gehen wir hinter ihm weg. Wir müssen den ja nicht besiegen. Könnten wir, müssen wir aber nicht. Weil mein Backstab funktioniert bei ihm ja anscheinend nicht so richtig gut. Und die Hunde kann ich auch nicht rufen. Die wären mir jetzt eine große Hilfe, wenn es da weitergeht. Ich hoffe nicht, dass es noch einen gibt davon. Sind wir gearscht? Aber schaut nicht so aus. Gut. Ist noch irgendwas? Ob er jetzt gerade in dem Moment jetzt wieder zurückkommt. Sieht aber nicht so aus.
Ist hier noch irgendwas? Da gibt es irgendwo eine Pflanze. Fernkampf voraus. Ja, aber ich könnte natürlich mit Pfeilen angreifen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Ich sehe ihn ja nicht mal mehr. Oder steht er da noch irgendwo? Steht er tatsächlich noch, ne? Okay. Haben ihn einmal getroffen. Hier rein. Oh, nein! So ein Arsch. Okay, ich habe noch überlebt, aber trotzdem. Er ist gestorben, er ist runtergesprungen. Aspekt des Schmelzsiegels Hörner. Ah, wie cool ist das denn? Gut, mussten wir den wohl nicht bekämpfen, was? Ha! Ah, das ist natürlich geil. Ist er tatsächlich runtergehopst, wa? Ah, das schaffst du auch nicht von der Höhe, junger Mann. Oder war er das nicht? Doch, ne? Ja, perfekt. Das war noch ein leichter Kampf. Jetzt funktioniert das Ding wieder anscheinend. Gut zu wissen. Jetzt können wir uns auch mal ganz kurz noch mal hier rasten. Weil darunter müssen wir ja nicht noch mal. Wir müssen jetzt nur hier raus und die Vögel noch mal besiegen, aber das kriegen wir ja hin. Perfekt. Ey, das war doch echt mal super gewesen. Höher. Boah. Auf jeden Fall haben wir das unten untersucht. Nein! Nein, nein, nein! Och Mann, ey, das gibt's doch gar nicht, dass man so. Na ja, gut. Ey, ich bin ein mieser Kämpfer, ich weiß es. Ganz ehrlich, ich bin echt mies. Ich hoffe, ich krieg ein bisschen, wird irgendwann besser und besser, aber ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Ja, klar. Na, komm her. Die sind schon fies, die Viecher.
sind schon fies. Ja. Schmiedestein. Okay. Ist alles viel schwieriger als der Boss hier, ne? Finde ich. Kommt mir so vor. Oh ja. Goldene Rune, okay. Gut, unten kann man schon auch wieder längs hopsen, wenn man will. Was machen wir jetzt nicht, aber könnte man. Hier sieht es aus, ob da irgendwas hochfahren könnte. Noch nicht, oder von oben runter vielleicht sogar. Aber ein Schalter ist hier nicht. Jetzt mal hier raus. Hier ist eine Leiter, das ist schon mal gut. Mal auch außen rumgehen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen hier. Aber ich glaube nicht, da unten liegt noch jemand. Ich weiß nur nicht, wenn ich da runtergehe, wie ich wieder reinkomme. Probieren wir trotzdem mal. Kukri. Okay, ich dachte, jetzt gibt es hier so einen. Ah, guck mal, da können wir direkt rein. Wir gehen trotzdem mal hier weiter kurz. Nein, da ist nichts. Aber hier drin höre ich jemanden laufen. Ich sehe ihn bloß noch nicht. Kann ich anvisieren hier jemanden? Nee. Ihn kann ich reden, okay. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. Roger. As you might have guessed, I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in this place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow Klar. Tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Sag mal, was du denn kannst du denn so? Schimmersteinkiesel, wirbelnde Waffe. Zwei mit kleinen und mittelgroßen Schwertern, Hämmern, Äxten, Stangenwaffen und Stäben. Außer mit großen Spenden. Verleiht eine Waffe affinitären Talente. Schwert und durchbohrenden Stangenwaffen. Weißt du was? Das nehmen wir einfach mal mit hier. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Also recht. Okay. Hier ist dieser Kreis, wo wir gerade eben gesehen haben. Da können wir nicht mal hoch. Sieht nur so aus. Ist auch bescheuert. Ist noch die Frage, wo wir hin sollen. Oh, da kommt so ein... Ach, das... Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Aha. Die machen wir lieber gleich alle platt. Er ist clever.
Jetzt können wir hier mal bei links laufen. Ich will sehen, wo wir hinkommen. Goldene Rune. Okay, jetzt wird's eng. Gibt's hier noch irgendwas, was man machen kann? Da kann ich raus, okay. Er kommt nicht hinter mir her, das ist schon mal gut. Aber hier hängt ganz schön. Oh, was ist er denn da unten für einer? Seht ihr den? Der ist aber nicht schön. Wie kommt man denn da hin zu? Und wie kommt man da rüber erstmal, ne? Ich hab Angst, runter zu krachen gleich. Aber lass uns mal gucken. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee. Okay. Der sieht ja schon ein bisschen heftig aus dort, ne? Ich dachte, man könnte vielleicht einen Seil kaputt hauen. Kann man nicht. Okay. Mein Gott, das Schloss steckt voller Überraschung. Was hängt da denn? Ach, für die Hunde da unten. Guck mal, da haben die so einen Typen ausgeweidet. Da ist jetzt so ein Soldat. Hier draußen ist auch einer, hinten liegt auch was. Aber kommen wir wieder zurück hier? Wahrscheinlich nicht. Wir versuchen mal den Typen. Ist hier nur einer oder zwei? Alter. Widerlicher Typ. Dass er sich auch in dem Moment umdrehen muss, wo man da gerade rangeht, ne? Schleier des Imitators. Okay. Nicht von dieser Seite zu öffnen, okay. Kann man runtergehen? Da ist aber der Typ, ne? Also ich habe Angst, dass ich hier rauf gehe, dass es gleich runterkracht oder so. Weil hier sind ja auch arschviele Leute. Okay, warte, wir gehen mal kurz hier hoch. Wir gehen gleich mal dahin, aber einmal gucken, ob ich hier draußen noch irgendwas machen konnte. Man kann ja auch hier. Kann man das abschießen da oben vielleicht? Nee, ne. So weit sind die nicht, ne? Nee. Aber man kann vielleicht die Hunde abschießen. Mist. Warte. Ja, ist mal ein Hund weniger, ne? Ist ja auch nicht so verkehrt. Gehen wir hier an die Seite. Darf nicht runterfallen. Okay, das treffe ich von hier nicht. Weil man kann ja auch hier rüber gehen, sehe ich gerade.
Ich weiß nicht, ob man wieder zurückkommt. Anscheinend schon. Goldenes Federtierfuß. Schwielender Schmetterling. Turm, oh Turm. Ach, guck mal, hier kann man wieder reinhüpfen, theoretisch. Das ist doch gut. Ist hier noch irgendwas? Hier ist eine Leiter. Ah, das ist mal eine Erkundungstour hier, da. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich finde die cool, aber das ist ganz schön groß, das Schloss. Ich hätte das jetzt nicht so riesig erwartet. Okay, da geht's nur runter zum... Da gibt's noch einen Weg. Führt der irgendwo hin? Oh nein. Das wäre hier so mehr. Ach guck, ich kann hier auch runter, okay. Hier die Tür aufmachen, eine Abkürzung. Sehr gut. Guck mal, das kann man noch einsammeln von ihm. Gut. Jetzt können wir da durch. Wir können auch hier rein. Eingelegter Schild, eingelegter Schild, Krötenhals. Steinschwertschlüssel, perfekt. Okay. Wir kommen, glaube ich, nicht drum herum, da unten runter zu gehen, zu kämpfen. Und die Frage, wie? Und wie hart das wird. Runtergehen, okay. Da ist er. Da sind aber noch ein paar mehr Gegner. Wie soll ich die erstmal pullen? Mehr Gegner irgendwie. Ich weiß nicht, was wir sehen hier. Ich glaube, es sind keine mehr. Steht da. Vorsicht vor starker Feind. Ja, wir nutzen mal. Wir haben auch kaum noch. Und das hier noch und das, okay. Oh, wir können auch abschießen. Na, der ist schnell. Okay, es dauert ein bisschen. Zu. Hängt er da fest jetzt?
Kann man nicht treffen von hier? Nee. Kann man tatsächlich nicht. Ja, ist doch bescheuert. Oh. Nein! Ach, ich wollte meinen Bogen eigentlich noch für was anderes einsetzen, aber naja. Aber die Hälfte der Energie kann man gut mit Pfeilen wegmachen. Wir müssen denn nur nochmal eben nochmal angreifen, ne? Nur die Frage, wie schnell der Weg dahin führt. Obwohl, brauche ich gar nicht gucken so schnell, weil der Fahrstuhl funktioniert ja jetzt, oder? War es nicht so? Fällt mir eigentlich, muss hier gar nicht runter. Muss eigentlich wieder hoch. Ne, muss ja hoch und nicht runter. Naja. Einmal eine schöne kleine Butterfahrt gemacht hier. Hallöchen. Ah, ich bin so ein bisschen nicht der Hellste ab und zu, was es angeht hier. Wo geht das denn hier hin? Okay, das machen wir nachher. Jetzt müssen wir erstmal hier längs gehen. Na komm, machen wir die so platt. Die Frage, ob der Vogel gleich trotzdem kommt, aber ich glaube nicht. Dann wäre das wieder die Wache. Achso, ja, okay, hier war das. Da steht der andere Typ. Wir müssen so oder so da vorbei. Gucken, wie wir den erledigt bekommen. Oh, komm schon. So, müssen wir einmal austricksen.
Okay. Da sind wir wieder in der Nähe von dem Typen, oder? Na, steh auf. Der ist auch wieder. Ach, der ist auch noch da. Okay. Ach komm schon. Oh. Das ist doch echt nervig. Aber ich hatte doch irgendwo eine Luke aufgemacht. Das müsste doch eigentlich schneller, müsste ich doch eigentlich schneller dahin kommen. Gut, bevor ich immer länger brauche dahin. Ach, da ist er ja schon, der Typ, der da. Mit so einem Sprung schafft man das nicht, oder? Was steht denn da? Laufen voraus benötigt. So, ich probier's einfach mal aus. Pass mal auf. Guck mal. Das geht auch. Dann sind wir zwar hier. Das macht ja eigentlich nichts. Auch irgendwie runter, ne? Mal runter. Wir können auch unsere Hunde benutzen hier draußen. Hier erstmal unten rein. Hier sind überall Ratten. Aber Hunde kann ich nicht benutzen. Hier sind viele Ratten. Puha. Ratten hasse ich, ne? Die habe ich schon in den anderen Spielen gehasst. Ich hasse hier noch mehr. Feuersicher Trockenleber. Also wir haben doch hier so einen Stein, den können wir doch reinsetzen. Ein bisschen gespannt. Wir haben zwei Truhen. Siegel des Gottestöter. Du das? Und Gebetbuch der Götter Skalpe. Okay. Können wir mal kurz reingucken, was das ist. Das sind unsere Dinge, die haben. Ne? Hier noch nicht. Siegel des. Ach so, ist so ein Schlagwaffe ist das, okay. Oh, hier, das Schild sieht gut aus, Quallenschild. Aber wie. Stärke 20, das können wir auf jeden Fall benutzen. Aber wie schwer ist denn das? Das wiegt mehr als das. Ne, das wiegt 8, okay.
Na gut. So, noch hier. Okay, warte. Verbessert Abwehrkonter. Krummschwert Talisman. Stoßwaffen. Sprungangriffe. Erhöht die Schussweite von Bögen. Was ist das? Opfer geht beim Tod anstelle von Ruhm verloren. Ah, okay. Ja, das sind die nicht schlecht zwischendurch mal. Wenn man das mal haben will. Haben wir hier echt alle? Wir haben echt zu viel Kram, ne? Wir wissen immer noch nicht, wofür das Ganze gut ist. Na gut. Goldene Rune 4. Hat sich gelohnt, hier unten längst zu gehen? Irgendwie. Da geht eine Leiter hoch. Hier nichts. Ich könnte hier natürlich runterhüpfen, aber wollen wir das? Gehen wir erstmal die Leiter hoch, bevor wir runterhüpfen. Trinken wir erstmal was. Pfeile. Ah, ging direkt in die Dings, weil wir zu viele haben. Oh Gott, dieses Schloss ist gigantisch groß. Ehrlich jetzt. Also das Schloss ist einfach nur super groß. Da geht es zwar runter, aber wir gehen erstmal hoch. Blutiger Eiterfinger. An Ordner, da könnt ihr Anrufung. Okay. Ihr müsst einen Stab aus und Zauber reinzuwirken oder heiliges Siegel. Weg jetzt! Nein! Och, komm schon. Alter. Zwei von diesen fetten Viechern auch, ne? Das wird immer schwieriger. Es wird immer schwieriger. Diese Kackburg. Okay. Pass mal auf, wir holen unser Tierchen dazu. Nee, unser Skelettmiliz.
Nehmen wir meinen ganzen Kram ein hier. Okay. Das ist so leicht, die Gegner sind hier, ne? Das wäre ein bisschen hardcore gewesen. So, wir sammeln mal alles ein hier. Das wäre ja wahrscheinlich, wenn man vorne durch das Haupttor gegangen wäre, ne? War das nicht die Sache, wo er sagte, durchs Haupttor ist schlecht? Okay. Da gehen wir wahrscheinlich nicht links. Projektilwaffe voraus, habe ich gesehen, ja. Jetzt habe ich hier alles platt gemacht, aber hat es was genützt? Warum ist das Schloss so gigantisch groß, ey? Oh. Affe, ey. Ja, gemein. Ah, jetzt sind wir hier bei dem Klickertypen. Kommt ihr hier durch? Das ist doch zu fett dafür, oder? Das ist der langweiligste Kampf der Welt. Das gebe ich auch zu. Aber... aber man hat ihn trotzdem besiegt. Und das ist ja die Hauptsache, oder? Hochland-Axt. Blutstillende Boli. Okay. Hier sind die Hunde. Okay. Aber die könnte man doch, glaube ich, auch schaffen. Also ab und zu?
immer. Fleisch. Blutrote Kapuze. Goldene Rune, okay. Schon wieder etwas bekommen. Hier haben wir den besiegt. Wie geht es aus? Hier kann man das erste Mal wahrscheinlich den langen Fahrstuhl benutzen. Das muss der sein, der direkt hier runterführt zum Höllenhund. Hätte man wahrscheinlich auch schon vorher nutzen können und ich habe es einfach nicht gemacht die ganze Zeit. Oder? Geht's? Ja, genau. Das macht aber... Ne, dann müssen wir den ja nochmal besiegen. Jetzt wissen wir, wie es nicht so weit ist dahin. Jetzt müssen wir mal runtergehen. Ich weiß auch gar nicht, was man alles hier im Schloss noch machen muss. Also. Da waren wir drin. Können wir hier noch links gehen. Da ist auch noch, wir haben keinen Schlüssel mehr, glaube ich. Dunkelschmiedestein, 2 Stück. Also von 2, 1. Ich habe keine. Okay. Da können wir leider nicht rein. Ist aber auch nicht allzu schlimm. Da gibt es auch noch einen Raum. Da waren wir ja schon da hinten. Und hier haben wir ihn gerade eben gekillt. Ja, ich weiß nicht, was man hier noch machen soll, großartig. Das ist gerade mein Problem. Das weiß ich leider wirklich gerade nicht. Hier war ja die Abkürzung. Das ist nur die Frage, was wir hier nochmal sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass man nochmal runter muss, den Weg da, einen Weg da runter. Anderes wüsste ich jetzt nicht. Hier war das, wo wir nicht rein konnten, weil wir keinen Schlüssel haben, ne? Genau. Wo können wir jetzt noch hin? Hier geht's nach oben. Da müssen wir nach oben fahren. Die Frage, was man noch machen soll hier. Ne? Gut, wir müssen mal gucken, wie wir das Schloss weiter erkunden beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.